10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hallöchen zusammen, ist mal wieder ich, euer Garten- und Küchenfuchs. Ja, der tut nichts, der will nur kochen. Aber gekocht wird heute nicht, nee. Heute vor einer Woche waren ja die Eisheiligen vorbei und da habe ich dann auch prompt alles ausgepflanzt und alles ausgesät. Ja, die Kürbisse und Zucchini habe ich noch ausgesät, direkt ins Freiland. Und ich zeig euch jetzt einfach mal, was sich da bis jetzt getan hat, so kürbismäßig. Weil ich habe vorhin den ersten Kürbis gesehen, der bereits durchkommt. Und das schauen wir uns jetzt mal einfach mal zusammen an. Hier, das hier ist der erste Kürbis in der Kürbissaison 2020. Der hier durch die Erde bricht. Das ist ein Kürbis der Sorte New Island. Das Saatgut habe ich der Saatgutkette von Dogs Island entnommen. Und wenn ihr euch auf Dogs Kanal umschaut, da findet ihr auch das entsprechende Video dazu. Im Prinzip kann man sagen, das ist von Andy die erste eigene Zuchtlinie, wenn man so will, der New Island Kürbis. Sollte ein Hokkaido sein, war ein bisschen deformiert und hat sich so quasi dann weiterentwickelt und das Saatgut, das ist in diesem Loch hier drin. Also New Island ist da. Wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. Also Zucchini bis auch noch. Da tut sich noch nichts bei den Zucchini. Hier tut sich auch noch nichts beim Kürbis Istanbul Grey. Eichelkürbis. Na, da. Butternut. Chili. Dann ist hier auch noch was, nämlich der. Ja, gute Frage, was habe ich denn da ausgesät? Egal. ach ja, Butternut ist hier, da ist der und hier, wo ich den Butternut vermutet habe, da ist der Lange von Neapel drin. Richtig. So, hier wird es interessant, weil hier in diesem Loch habe ich das Saatgut von Christians Welt ausgesät. Die Halloween-Kürbisse von Christians Welt, die sind hier drin, direkt an der Trauerweide. Und hier habe ich den Ölkürbis Olga ausgesät. Ja, wir sind jetzt in meinem Vorgarten. Hier in diesem Loch befindet sich der Pink Jumbo Banana. So, jetzt muss ich hier ein bisschen suchen, aber ich habe es gefunden. Hier im Kürbishügel ist auch nochmal der Pink Jumbo Banana ausgesät.
Hier ist der Atlantic Giant drin. Und jetzt gehen wir einfach mal ein paar Meter. Und hier ist auch nochmal der Atlantic Giant ausgesät. In den Fällen hat sie jetzt noch nicht viel getan. Aber wenn der New Island Kürbis schon gekeimt ist, dann kommt der Rest auch gleich noch, auch bald noch. Vielleicht nicht gleich, aber bald auf jeden Fall. Ja, das war's auch schon. Ich wollte euch jetzt nur ein kurzes Kürbis-Update abliefern. Eine Woche nach der Aussaat. Und das jetzt nach nur wirklich einer Woche, seit der erste Kürbis keimt, grenzt an ein Wunder. Und normalerweise brauchen sie so 8 bis 12 Tage, 8 bis 14 Tage, bis sie da sind. Aber wenn jetzt der erste schon rauskommt, das ist ein wirklich gutes Zeichen. Also, wenn es euch gefallen hat, diese kurze Kürbistour, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, mein Gott, kann auch passieren. Daumen nach unten. Und ja, bleibt mir gewogen. Macht's gut, bleibt gesund. Arrivederci, ciao, ciao, shalom und goodbye. Der Garten- und Küchenfuchs verabscheut sich. Übrigens, ihr dürft mir auch gerne was Nettes in die Kommentare schreiben.